Hallo meine Liebe, heute mache ich mit euch einen Ablauf speziell fürs zweite Trimester. Du kannst ihn aber auch super gut noch im ersten oder dritten Trimester mitmachen. Welche Besonderheiten prägen auf das zweite Trimester, so aus Yoga-Sicht gesehen? Da kommt es öfters zu Verspannungen im Bereich der Schulter- und Nackenregion. Ganz oft berichten mir Schwangere aber auch von ihren Rückenschmerzen oder beginnenden Ischias-Schmerzen. Die spürt man zuerst auf dem unteren Rücken und dann ziehen sie sich den Beinen entlang nach vorne. Da können wir im Yoga ein bisschen helfen, um diese Bereiche zu lockern und hier Schmerzen zu lösen. Das heißt, ich hoffe, dieser Ablauf heute macht dir Spaß. Du brauchst auch dafür heute nicht wieder viele Hilfsmittel oder viel Platz. Es reicht ein Teppich oder deine Yogamatte. Wenn du möchtest, nimm dir zu Beginn wieder ein Kissen, sodass du ein bisschen aufrechter und höher sitzen kannst. Wie immer beginnen wir zuerst mit einer kleinen Atem- und Spürübung. Dafür legst du erstmal eine Hand ans Herzzentrum und eine Hand an deinen Babybauch. Gönne 3, 4 ganz volle, ganz tiefe Atemzüge. Lass uns heute mal im Langsitz weitermachen. Dafür streckst du die Beine einfach mal ab. Leg die Hände hinter deinem Rücken ab, sodass du dich hier besser abstützen kannst. Öffne die Beine breit und zu Beginn klopf mal mit deinen Schenkeln gegen den Boden. Leg deine Beine bewusst ab. Gut. Und dann schüttel auch deine Füße. Und dann gönn dir eine kreisende Bewegung mit deinen Fußgelenken. Lass die Zehen weit nach außen zeigen, nach vorne, zueinander. Drück die Fersen dazwischen weg. Sei eine große, große Kreise mit deinen Füßen. Und dann wechsel auf hier die Richtung. Und gerne mal mit den Beinen klopfen. Okay. Und dann richte dich wieder gut ab, komm in eine für dich bequeme Sitzposition und leg mal beide Hände an den Knien ab. Zieh deinen Brustkorb leicht nach vorne, dann zur Seite. Komm ein Stück zurück, sodass dein Rücken rund werden kann. Geh wieder zur Seite und nach vorne. Zeig eine große Kreise mit deinem Oberkörper. Okay. Wechsel auch hier mal die Richtung. Als nächstes leg die rechte Hand an deine rechte Schulter. Mit der Einatmung zieh den rechten Ellbogen hoch. Mit der Ausatmung kreisen nach hinten und um. Und dann wechsel auch hier die Richtung. Hand wieder ab.
Greif mit der linken Hand an den linken Ellbogen. Zeichne mit dem linken Ellbogenkreis. Wechsel auch hier die Richtung. Schönste Teil an der Übung, leg beide Hände an die Schulter. Mit der Einatmung zieh beide Ellbogen. Mit der Ausatmung kreise sie nach hinten und runter. Und wechsel auch hier die Richtung. Okay, richte dich wieder gut an. Dann bleiben noch ein bisschen ganz Schulter, Nacken, Schulter, Blattbereich, weil sich all die Verspannungen, die du hier vielleicht während der Schwangerschaft durch eine unbewusst falsche Sitzhaltung. Die ziehen sich natürlich vom Schulter-Nackenbereich einerseits hoch zu den Schläfen und zum Kopf, andererseits bis hinunter zum unteren Rücken und entlang des Rückens. Deswegen macht es Sinn, gerade im zweiten Trimester diese Bereiche zu lockern und zu lockern, sodass diese Spannungen gar nicht erst so stark werden. Okay, richtig, wieder gut. Wir bleiben zuerst wieder beim rechten Arm. Mit der Einatmung heb den Arm an, mit der Ausatmung kreise die Hand nach hinten nach unten. Einatmen, lang strecken. Gönn dir also ein paar Kreise mit dem rechten Arm und die linke Hand kann dabei auch am linken Knie so ein bisschen gegendrücken, gegenziehen. Ja, nimm den Unterschied rückbar, ob deine linke Hand einfach nur locker leicht abgelegt ist oder ob du während der Übung mit der linken Hand so ein bisschen als Gegenpol auch gegen das linke Knie drückst. Die Bewegung geht nicht nur von der Hand aus, sondern auch die rechte Schulter, die schiebt jeweils ganz bewusst nach hinten. Und dann wechsel auch hier die Richtung. Nochmals zwei große Kreise. Nicht wundern, wenn sie ein bisschen rumpelt oder knackst. Okay, und wieder die Seite wechseln. Die Richtung wechseln. Und jetzt probieren wir die Übung wieder mit beiden Armen gleichzeitig aus. Ärgere dich nicht, wenn ich das zuerst ein bisschen verwirrt. Ich sage auch bei mir hier unter der Woche meine Kursen dazu. Ich muss es können, ich unterrichte
du bist in der Position, du lernst das Stück für Stück. Ja, und du wirst aber merken, umso öfter du diese Übung jetzt machst, umso leichter wird sie Stück für Stück. Streck zuerst beide Arme lang. Die Handflächen zeigen zueinander. Jetzt kommt die rechte Hand nach vorne und die linke Hand kreist nach hinten. Du drehst dich zur geöffneten Richtung. Jetzt zieh deine Kreise am Boden weiter durch, sodass jetzt die rechte Hand nach hinten kommt und die linke Hand nach vorne. Und dann hier beide Arme wieder an. Die Handflächen können sich gerne kurz berühren. Einatmen, langstrecken, ausatmen, absenken, Kreise durchziehen. Einatmen, wieder anheben, langstrecken, drei, vier Kreise. Die linke Hand kommt nach vorne, die rechte Hand nach hinten, Kreise durchziehen, einatmen, anheben, ausatmen, absenken. Und nochmal zwei, drei Kreise. Wieder beide Arme an, streck dich lang. Mit der Ausatmung senk die Arme seitlich an. Danke dir fürs Ausprobieren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter rauf und nochmal zum Kopf und der Halswirbelsäule. Leg dafür beide Hände ruhig an den Knien ab und dann atme tief ein, streck dich lang. Und mit der Ausatmung bring das linke Ohr zur linken Schulter. Die linke Schulter selbst bleibt ganz entspannt. Das heißt, die linke Schulter ziehst du nicht hoch zum Ohr. Du kippst nur den Kopf langsam sanft zur linken Seite. Wenn leicht und gut für dich möglich, geh jetzt mit der linken Hand über den Kopf zum rechten Ohr. Das ist ganz wichtig, du ziehst hier nicht am Kopf, sondern es ist nur das Gewicht der Hand und der Handfläche. Die sanfte Dehnung hier im rechten Nackenstrang verstärkt. So. Und dann noch hier. Wenn du dich wohl dabei fühlst, bring jetzt auch die rechte Handfläche hinunter zur Matte, sodass du den rechten Arm zusätzlich noch etwas länger streckst. Sollte eine angenehme Dehnung hier in der rechten Nackenregion spürbar sein, ohne dass es hier unangenehm zu stark zieht oder sticht. Halte nochmal für drei, vier tiefe Atemzüge. Gut, und dann die Nasenspitze ein klein wenig hinunter, der Kopf bleibt zur linken Seite geneigt und greif mit der linken Hand zum Hinterkopf. Schieb das rechte Schulterblatt ein klein wenig mehr hinunter, sodass jetzt hier die Dehnung im rechten Nackenstrang noch ein klein wenig mehr verstärkst. Zurück zur Ursprungsposition. Dann nochmal das linke Ohr zur linken Schulter, greif mit der Hand nochmals zum rechten Ohr. Achte wieder darauf, dass die linke Schulter möglichst entspannt bleibt.
und mit der linken Hand zur linken Schläfe. Gib den Kopf zur Mitte hin an. Und dann bring das rechte Ohr zur rechten Schulter. Wir machen den ganzen Ablauf jetzt auch nochmal zu dieser Seite. Du greifst mit der rechten Hand zum linken Ohr langsam vor. Linker Arm ist lang gestreckt, die linke Handfläche zieh Richtung Matte. 3, 4 tiefe Atemzüge. Und dann dreh die Nasenspitze ein klein wenig hinunter. Greif mit der rechten Hand zum Hinterkopf. Schieb das linke Schulterblatt noch ein Stück weiter hinunter. Und komm auch hier nochmals zur rechten Seite. Gib den Kopf wieder langsam sanft zur Mitte hin. Jetzt bring das Kinn nach vorne Richtung Brustkorb. Leg beide Hände am Hinterkopf an. Die Schultern ziehen ein Stück nach vorne. Nochmals 3, 4 tiefe Atemzüge. Gib den Kopf wieder langsam sanft zur Mitte hinein. Senk beide Hände wieder in den Knien ab und gönn jetzt nochmal kleine Halbkreise mit deinem Kopf. Senk das Kinn zuerst nochmal nach vorne. Dann dreh den Kopf ein klein wenig zur linken Seite, zieh die Nasenspitze hoch. Senk den Kopf wieder ab. Dreh die Nasenspitze ein klein wenig zur rechten Seite. Zeichne hier rück. 3, 4 kleine Halbkreise. Gib den Kopf auch wieder zur Mitte hin an. Richte dich gut auf und leg wieder eine Hand am Herzzentrum ab und eine Hand an deinem Babybauch und gönn dir nochmals 3, 4 ganz volle, ganz tiefe Atemzüge. Zum Abschluss für dich und dein Baby wieder dreimal das Mantra um. Atme zuvor wieder tief und bewusst ein. Oh.
zweiten Trimester. Verspannung im Schulter-Nackenbereich und entlang der Wirbelsäule zu lösen. Sind sehr effektive Arten vom Schlafengehen, sodass du tiefer und ruhiger schlafen kannst, aber auch in der Früh, um in Schwung zu kommen. Du kannst über den gesamten Ablauf machen. Du hast gemerkt, wir haben heute von den Fußgelenken angefangen, bis über Becken und Schulter-Nacken all diese Bereiche durchgenommen. Oder du nimmst dir einzelne der Übungen heraus. Meine Lieblinge, wie du bemerkt hast, sind diese Schulterkreise mit den Händen an den Schultern selbst. Da hat es bei mir noch vor 2-3 Jahren immer ganz stark gerumpelt und geknackst. Mittlerweile ist das komplett weg. Eine liebe Kollegin von mir, Julia Felber, sagt auch immer, das ist so, als würde man dem Körper tagtäglich sagen, ich brauche dich Schultergelenk, ich brauche dich Handgelenk. Und so schmieren und ölen wir diesen Bereich natürlich auch innerlich sehr viel mehr. Und dann lässt dieses Rumpeln und Knacksen auch nach. Oder eben spannungsbedingte Kopfschmerzen werden Stück für Stück weniger und weniger. Du sollst ja während der Schwangerschaft kein Pagimet oder Aspirin einnehmen. Auch postnatal mit Baby solltest du das während der Stillzeit lassen. Und dann ist es total gut, so ein paar hilfreiche Tools zu haben. Ein paar Übungen, die du wirklich eigentlich so gut wie überall ausführen kannst und die dir dann einfach auch gut helfen. Somit wünsche ich dir einen schönen, sehr entspannten Tag für deinen Schulter- und Nackenbereich und freue mich, dass du dabei warst. Tschüss!